Ich wollte noch zeigen, wie man es schafft. Relativ einfach, aus meiner Sicht ging es einfach, es hat zweimal probiert, dreimal probiert, Ingwer selbst anzupflanzen. Dazu kauft man sich eine Ingwerknolle und am besten so eine Knolle, an der schon diese grünen Austriebe drauf sind. Und da schneidet man diese Teile so ab, dass man dieses Teil dann später einpflanzt. Das hier muss man nicht unbedingt antrocknen lassen, kann man, aber man sollte es auf jeden Fall wässern. Das Ingwerstück in eine Schale mit Wasser legen. So. Stellt man jetzt irgendwo hin? Ja, am besten legt man die Ingwerstücke mit den Knospen, die dran sind, für ja, bis zu 5 Wochen einfach in Wasser ein. Dann bilden sich neue, kleinere Triebe. Sieht man hier ein bisschen und da ein bisschen. Und wenn die dann soweit schon ein bisschen draußen sind, ähnlich wie hier bei dem kleinen, dann pflanzt man sie ein. Ja, und dann immer wieder gießen, schön feucht halten. Und binnen weniger Wochen, ja, wird der Ingwer schon ziemlich groß. Muss ich dann einen neuen Standard überlegen, sonst wächst die hier woanders rein. Bilden sich dann Wurzeln, das sieht man schon. Ja, nach circa 1 bis 3 Wochen. Und wenn die Wurzeln da sind, dann kann man es eigentlich schon wieder in eine Erde pflanzen. Hier sieht man nochmal ganz gut die Wurzelbildung. Wenn die so weit sind, kann man schon mal vorsichtig in die Erde setzen. Macht möglichst lockere Erde erstmal und setzt sie einfach dann rein. Ungefähr so, und dann gießt es vorsichtig an, also vor die lockere Erde rundherum verteilen, schauen, dass die Spitzen alle ein bisschen rausschauen, die grünen, und dann ein bisschen angießen, aber nicht. So, ein bisschen angießen reicht vollkommen, und jetzt schauen wir mal jeden Tag nach, wie es wird.